أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. Sie haben ihm Folge geleistet. واجتنبوا ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. Und sich ferngehalten von dem, was er verboten hat. وعظموا النبي صلى الله عليه وسلم. Und sie haben ihn hoch respektiert. كان بعض الصحابة لو قيل لهم صف لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطعت أن أصفه. يعني لو قال لو قيل لأحدهم أذكر لنا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطيع لا أستطيع لأنه ما استطاع أن يرفع عينيه في النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له توقيرا له عليه الصلاة والسلام. نعم. Einige der Sahaba, wenn du sie gefragt hättest, beschreib mir mal den Propheten عليه الصلاة والسلام, wie er genau ausgesehen hat, dann hätten sie es nicht machen können, weil sie aus Ehrfurcht und aus Respekt vor ihm nie ihn direkt angeschaut haben. أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. Sie haben ihn sehr geliebt. بل كان أحدهم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده ويضع جسده للسهام. نعم. Sie waren bereit, ihre eigenen Körper als Schutzschilder für den Prophet عليه الصلاة والسلام wegen Pfeilbeschuss einzusetzen. مرأة فقدت زوجها ووالدها وابنها ولم تسأل عن هؤلاء حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اطمأنت. نعم. Eine Frau hat ihren Mann, ihren Sohn, ihren Vater verloren, alle auf einmal. Aber das hat sie nicht interessiert, solange sie nicht den Propheten عليه الصلاة والسلام gesehen hat. Und als sie ihn gesehen hat, hat ihr Herz sich beruhigt. نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Sie haben ihn geholfen und unterstützt. بأنفسهم وبأموالهم. Mit allem, was sie an Besitz hatten und mit ihrem Körper. رجال صدقوا مع عهد الله عليه. Es sind Männer, die das eingehalten haben, was sie Allah versprochen hat. رضي الله عنهم ورضوا عن قدم الله سبحانه وتعالى رضاه على هؤلاء على الصحابة رضوا الله عليهم. نعم. Und im Koran sagt Allah, dass er mit ihnen zufrieden ist und dass sie mit ihm zufrieden sind. Also er hat seine Zufriedenheit vor ihrer Zufriedenheit an ihn gestellt. يكفي هؤلاء شرف أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. Und es ist ehre genug für sie, dass Allah sie ausgewählt hat als Begleiter und Gefährten des Propheten عليه الصلاة والسلام, denn er will nur die Besten der Besten dafür auswählen. فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. Und wer die Gefährten beschimpft oder anzweifelt oder ihre Wahrhaftigkeit zweifelt, der hat in Wirklichkeit einen Angriff auf Allah und seinen Gesandten und die Religion des Islams gestartet. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. Ein Angriff auf Allah, weil er ja die Sahaba ausgewählt hat als Gefährten. وطعن في دين الله لأنه لقب من الدين ولا يمكن أن نطعن فيهم لأننا لو طعنا فيهم معنى هذا أن نطعن في الدين الذي وصل إلينا. Und es ist auch ein Angriff auf den Islam, weil sie ja diejenigen sind, die uns den Islam überliefert haben. Und wenn man sie anzweifelt, dann zweifelt man letztlich an der Religion. وطعن في رسول الله لأن المرء على دين خليله ورضي بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصحابا له. Und es ist ein Angriff auf den Propheten عليه الصلاة والسلام, weil es so ist, dass der Mensch die Lebensweise seiner besten Freunde annimmt. Und er hat sie akzeptiert und war zufrieden mit ihnen als beste Freunde. ولهذا عندما ذكرنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من؟ ذكرنا الصحابة رضوان الله عليهم. Deswegen ist es auch so, dass wir jetzt, wenn wir über das Leben unseres Propheten عليه الصلاة والسلام sprechen, dass wir auch die صحابة erwähnen. وطعنهم في الصحابة وهذا واضح. Und natürlich, wer sie angreift, das ist ja klar, dass es direkt ein Angriff auf sie ist. فالواجب أن نذكرهم بالجميل. ونذكر حسنات هؤلاء ولا نتكلم بشيء فيهم. نعم. Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir auf die schönste Art und Weise über sie sprechen und ihr Gutes erwähnen und nichts Schlechtes über sie sagen. وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين أتم البلاغ وأكمل الله سبحانه وتعالى به النعمة والفضل توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. Und nachdem der Prophet عليه الصلاة والسلام seine Aufgabe hier erfüllt hatte und die Botschaft des Islams überbracht hatte, hat Allah ihn sterben lassen. ودفن
عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أم المؤمنين عائشة. نعم. عائشة رضي الله عنها بغرابه. وهذه الحجرة قطعا أنها خارج المسجد النبوي. نعم. وأجمعت الأمة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. Und die Gesamtheit aller Muslime ist sich einig darüber, dass der erste Kalif Abu Bakr der As-Siddiq ist. ثم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Und der zweite Umar ibn al-Khattab. ثم عثمان رضي الله عنه ابن عفان. Bitte عثمان ibn Affan. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Der vierte Kalif ist Ali ibn Abi Talib. Möge Allah ihn segnen. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربع أو قدم أحدهم على الآخر فهو ضال كافر كفر أكبر لأنه خالف إجماع الأمة. نعم. Und wer das Kalifat von einem von ihnen anzweifelt von diesen vier, der ist in die Irre gegangen und hat in Wirklichkeit auch einen Akt des Unglaubens begangen, weil er ja die Meinung der Gesamtheit der Muslime ذكرنا أيضا ما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في داخل البيت أو في الخارج أو فيما يتعلق بتلقي الوحي من جبريل عليه السلام. نعم. außerhalb und in Bezug auf die Offenbarung gehalten hat. يلبس ما يلبس الناس. Er hat angezogen, was die Menschen angezogen haben. ولم يتميز عن الصحابة رضي الله عليهم لا بركوب ولا بلباس ولا بمشي ولا ببيت ولا بشيء. Und er war durch nichts Äußerliches, weder in Kleidung noch ein besonderes Reittier oder eine bestimmte Art zu laufen, von den Sahaba zu unterscheiden. تواضع لله فرفع الله سبحانه وتعالى. وكان يتعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم. يعود مرضاهم. ويتبع جنائز الصحابة رضوان الله عليهم. ويتدارس معهم ويتكلم معهم ويمشي معهم ويسأل عن أحوالهم ويتفقد كل واحد منهم. Und hat mit ihnen gesprochen, sich mit ihnen unterhalten, ist mit ihnen gegangen, wenn sie etwas brauchten. Und hat nach ihnen gefragt, wenn sie nicht mehr da waren. ويدافع عنهم عليه الصلاة والسلام. Und hat sie verteidigt. ويدعو لهم. Und Bittgebete gesprochen für sie. وأمر بالثناء عليهم. Und hat dazu angehalten, dass man gut über sie spricht. نعم. قلنا شهد له الكفار قبل وبعد البعثة بأنه الصادق الأمين حتى وإن كانوا بعد البعثة قد تكلموا فيه لكن كانوا في الواقع يعطوه الأمانات وما إلى ذلك. نعم. Selbst die Nichtmuslime, schon bevor er zum Propheten wurde, haben bezeugt, dass er wahrhaftig ist und dass er vertrauenswürdig ist. Und das haben sie vor und nach seiner Entsendung dadurch gezeigt, dass sie ihre wertvollen Güter an ihn zur Aufbewahrung gegeben haben. نعم. لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في منزله. نعم. في بيته. نعم. Lass uns noch einen Blick werfen auf sein Verhalten innerhalb des Hauses. حسن العشرة. Er hat seine Familie gut behandelt. العدل بين الزوجات. Und war gerecht zwischen den verschiedenen Frauen. يقوم بشؤون أهله يساعد الزوجات. Und hat zu Hause geholfen und hat den Frauen geholfen in ihren Angelegenheiten. الإحسان إليهن. Er hat sie immer auf die beste Art und Weise behandelt. حتى بعد الوفاة فكان عليه الصلاة والسلام يصل صاحبات خديجة رضي الله عنها. نعم. بعد موتها. نعم. Selbst nach ihrem Tod, so hat zum Beispiel den Kontakt aufrechterhalten zu Freundinnen von Khadija رضي الله عنها. يفي بالعهود عليه الصلاة والسلام. Er hat die Abmachungen eingehalten. يؤدي الأمانة إلى أهلها. Und alle Vertrauensgüter zurückgegeben demjenigen, dem sie zustehen.
كان صادقا عليه الصلاة والسلام. Er war immer ehrlich. حريصا على تعلم وتعليم هذا الدين. Und er war sehr bedacht darauf, den anderen die Religion beizubringen. تنظر في حاله عليه الصلاة والسلام، في سنته، في أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما هو يعني غالي من الثياب، ولا يلبس ما يلبس بعض من يتصنع التقوى والزهد. نعم. Seine Kleidung beispielsweise war weder überteuert noch war sie so billig, dass das ist eine zur Schaustellung von besonderer Entsagung dieser Welt dargestellt hätte, wie es manche Leute machen. إذا تكلم لا يتكلم بشيء إلا ويتكلم عليه الصلاة والسلام بشيء يفهم عنه، يعني لم يأتي بأشياء أو أمثلة لا تفهم وغير محسوسة ملموسة. Dann hat er auf eine Art und Weise gesprochen, die verständlich war, so dass die Leute um ihn herum ihn verstehen konnten. Er hat manchmal einige Dinge wiederholt, dreimal wiederholt, damit die Leute sie sich besser einprägen konnten. Es gab keine Lehrer wie ihn. يعمل عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم الناس. Und er war ein Mensch, der selbst gehandelt hat und Taten vollbracht hat, bevor er es anderen beigebracht hat. بل عمل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو أكمل عمل. نعم. وهذا معنى شهادة أن محمدًا عبده أي أنه أعبد الخلق. Und wir haben gesagt, dass niemand bessere und vollkommenere Taten vollbracht hat als der Prophet عليه الصلاة والسلام. Und haben gesagt, das ist die Bedeutung, wenn man bezeugt, dass er der Diener Allahs ist, dass er also derjenige ist, der Allah am meisten von allen angebetet hat. وعندما ظن أناس أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها شيء، وقال أحدهم أما أنا أقوم ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام نعم. Und als einige Leute um ihn herum seine Taten vielleicht etwas gering geschätzt haben, da haben sie gesagt, ich werde beten nachts und nicht schlafen. Und der zweite hat gesagt, ich werde jeden Tag fasten und mein Fasten nicht brechen. Und der dritte hat gesagt, ich werde niemals eine Frau heiraten. Ja, قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب أي ترك سنتي أي طريقتي فليس مني تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. Da hat er ihm gesagt, ich bin der Gottesfürchtigste und Demütigste von euch und trotzdem bete ich und schlafe und faste ich und breche mein Fasten und ich heirate Frauen. Wer also sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. شهد له الله سبحانه وتعالى على صدقه بالشهادة القولية والشهادة الفعلية. نعم. الله hat seine Wahrhaftigkeit bezeugt. الشهادة القولية أن الله سبحانه وتعالى أيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان تأتي الآيات تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم. Und zwar in Wort, insofern als das der Prophet عليه الصلاة والسلام gehandelt hat und Allah hat ihn mit den Offenbarungen unterstützt. الشهادة الفعلية أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. Und in Tat, insofern als dass er ihn unterstützt hat und ihm geholfen hat, sodass er die Ziele erreicht und die Taten, die er erreichen konnte. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالمؤمنين. Er war barmherzig gegenüber den Gläubigen. يتجاوز عمن أخطأ منهم. Und er hat denen verziehen, die Fehler begangen haben von ihm. تعلمت الأمة منه كل ما يتعلق في هذه الدنيا سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب قضاء الحاجة. نعم. Alles was gut ist haben wir von ihm gelernt عليه الصلاة والسلام selbst wenn es Dinge die an sich diesseitig sind meint oder behandelt. Zum Beispiel hat uns sogar beigebracht wie wir uns auf der Toilette zu verhalten haben. حتى ما يتعلق بالطب.
auch medizinische Angelegenheiten. ما يتعلق بالطعام. Was sich das auf das Essen bezieht. الأكل باليمين. Dass man mit rechts essen والشرب باليمين. Und man rechts trinkt. والأكل مما يليه. Und von dem ist, was in der Nähe von einem ist. ويأكل بثلاثة أصابع. Und mit drei Fingern ist. ولا ويأكل ثلث الطعام إلا نادرا. Und dass man nur ein Drittel seines Magens füllen sollte mit Essen, außer einer Ausnahmesituation. وكذلك ما يتعلق بآداب النوم. Auch hat uns beigebracht, wie wir uns verhalten, wie wir schlafen gehen. والقضاء الفصل بين الخصوم. Und wie wir umgehen in Streitigkeiten zwischen Leuten, wie wir die Streitigkeiten lösen. والبيوع. Und im Handel. وما يتعلق بأمور الدولة. Und im Staatswesen. وشؤون الشؤون بين الزوجين وتربية الأولاد. Und Angelegenheiten zwischen den Eheleuten und in Bezug auf die Kindererziehung. وكذلك ما يتعلق بالعبادات. Auch natürlich, was die Gottesdienste angeht. فهو عليه الصلاة والسلام هذه 23 سنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات بركة. نعم. الله hat die 23 Jahre, die der Prophet عليه الصلاة والسلام zur Religion aufgerufen hat, gesegnet und sie vollgepackt mit sich. فالواجب على الأمة التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir uns an die Rechtleitung des Propheten عليه الصلاة والسلام halten. وبقدر المحبة يكون التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Und je größer unsere Liebe ist, desto größer oder desto mehr werden wir uns nach seiner Rechtleitung richten. ويكون بإذن الله الجزاء من جنس العمل. Und die Belohnung wird entsprechend der Taten sein. فالذي يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويدعو إليها ويذب عنها يكون الجزاء في يوم القيامة من جنس العمل. Derjenige, der die Sunna lernt und danach handelt und zu ihr aufruft und sie verteidigt, der wird im Jenseits auch entsprechende Belohnung bekommen. لأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Wie er in diesseits diese Sunna zu getrunken hat und sie in sich aufgenommen hat, so wird er am Tag der Auferstehung vom Becken des Propheten ﷺ trinken und das in sich aufnehmen, dieses. والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السن في الحياة يكون الجزاء من جنس العمل نسأل العافية والسلامة في الآخرة بأن يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب منه. Und wer sich in diesem Leben von seiner Sunna entfernt, der wird auch am Tag der Auferstehung von seinem Becken entfernt werden und nicht davon trinken. حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك الأكبر والأصغر. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat eindringlich gewarnt vor dem Schirk, groß oder klein. ومن الكبائر. Und vor den großen Sünden. ومن الصغائر. Und vor den kleinen Sünden. فالمراتب أربعة. Es gibt vier Stufen der Sünden. صغائر وأعلى من الصغائر كبائر. Kleine Sünden, darüber kommen die großen Sünden. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. Und schlimmer als die großen Sünden ist der kleine Schirk. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. Und noch schlimmer als der kleine Schirk ist der große Schirk. حذر من البدع عليه الصلاة والسلام والمعاصي. Er hat vor den Erneuerungen der Religion und jegliche Sünde gewarnt. ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الدين وبين هذا الدين أتم بيان عليه الصلاة والسلام. Als er uns zurückgelassen hat, hat er uns mit der vollkommener Klarheit zurückgelassen. Alles ist klar verständlich, was gut ist und was nicht gut ist. أمر عليه الصلاة والسلام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع وعدم الفرقة والتنازع. Er hat entsprechend dem Aufruf Allahs uns dazu aufgerufen, eine Einheit zu bilden und uns nicht zu spalten. وأن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Und zwar eine Einheit zu bilden auf Basis dessen, was der Prophet عليه الصلاة والسلام uns gebracht hat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في جنة عدن وأن يجعلنا ممن
يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.